Ja, dann ist es stark. Ja, dann Leute, würde ich sagen, starten wir durch. Ja. Hörst du, gibt's das Angelfieber an? Jetzt an. Ey, Jawohl. wieso ich das Angelfieber? Das war deine Idee, dass wir hier angeln gehen, also bist du heute. Alles klar, Leute. Schöne Grüße in den Chat bei Kurs. Schöne Grüße bei mir in den Chat. Angelfieber 22 hat es erfasst. Ja, was soll ich noch sagen? Der Name alleine sagt schon alles. Bassmaster Fishing 2022. Freue mich schon wie ein Schnürkönig, weil ich habe hier auch eine komplette Angelausrüstung da. Das heißt, ich trübe auch, fische auch im Trockenen. Mit Curse natürlich auf der Seite. Warum vertue ich mich da immer? Curse, geil, du bist dabei. Du kriegst bei mir auf jeden Fall schon wieder einen fetten Applaus. Ha, das ist der Mann der Ja, Stunde, Curse. angeln. Lass uns angeln. Hihi. Kleinen Ich habe auch Zusatz. keine Ahnung, wie das hier mit dem Partyfischen geht, wie man da, wie man das machen soll. Eine ganz einfache Sache. Ich fahre das Boot, du holst die Fische. Weil du hast gesagt, Boot fahren ist nicht dein Ding. Ja, die Frage ist, wie, ne? Wie können wir zusammen das Ja, spielen? das werden wir jetzt herausfinden. Natürlich werden wir uns da irgendwie durchklickern. Leute, ihr merkt schon, wir haben tonnenweise neue Games und wir kennen kein einziges davon. Das ist das Geile. Ja. Oh, jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen leiser machen. Zack, so. Sonst haue ich hier so rein in die Gegend. Das muss ja auch nicht sein. So sieht das auch besser aus. Ja, ich würde mal sagen, wer kennt sich im Angeln aus? Wer hat einen Plan? Schon welche im Chat, die sagen, nimm die Route, das Ding und dann ab auf den, wie sagt man so schön, Brathering im Fluss. Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich will Wir heute. reden hier von Fischen. Ich will Also, heute. das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die Leute bei mir generell gerne machen. Also, guck. Ja. Die sind mehr so die Shooter von mir gewöhnt. Gut. Ich weiß nicht, sollen wir uns mal bei Bassmaster online reinklicken? Mann, das klingt schon aggressiv, oder? Ja, das ist. Ich klicke da mal rein. Aber da gibt es den Bassmaster Royal und Bassmaster Public. Genau. Public, würde ich sagen, ist für alle. Royal ist irgendwie was Eingeschränktes, keine Ahnung. Ich klicke mal Public einmal an. Komm, ich guck mal rein. Cosplay. Public, beitreten, okay. Ah, da gibt es 25 Spielerkarte. Okay. Und bei Royal? Okay, aber. Dazu wird beigetreten. Hä, was? Vielleicht auch Beiträge gekriegt, das weiß ich nicht so sonderlich gut. Bist du in eine Karte reingejumpt? Ja, so sieht es zumindest Ja aus. gut, man könnte ja auch eine fremde Karte benutzen, wenn da ist ja, ne? Dann sind auch Waiting for players. dann sind neben uns die, ich sag mal so, die Leine und wir sind die Bros. Ich guck mal gerade noch, ob man irgendwo noch was anderes einstellen kann. Was ist das hier? Charakteranpassung. Fische. Boote. Ha. Geil. Anglers Hub. Was ist das denn? Legendäre Fänge, aha. Junge. Ich glaube, wir müssen wirklich online nehmen und einfach eine Karte, wo wir reingehen, oder? Ja, dann geh du mal auf Bassmaster Royal. Warte, online. Bassmaster Royal, ja. Und dann geh mal auf Warteschlange beitreten. Warteschlange beitreten, okay. Sitzung wird beigetreten. Jetzt gehe ich irgendwo rein. Oh, geil, da hat schon einer mein Boot angeworfen. Der Sitzung jetzt im Beitreten? Ja, nein, oder Wait, nicht? waiting for players steht bei mir. Ganz gemütliches Angelwetter, das gefällt mir, ey. Na, jetzt wären wir beide drin, aber steht immer noch Waiting for players. Aber ich sehe dich gerade gar nicht, dass du beigetreten bist. Steht da 2 von 24 in der Gaming Lobby? Ja, Einmal aber ich und einmal du. dein Name steht da gar nicht.
Captain Jack Hurst. Wird bei mir nicht angezeigt. Da steht wohl ein zweiter, aber der ist nicht drin. Tim Flottmann, schöne Grüße, Timmy. Was geht, Alter? Ha. Grüß dich, Timmy. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe jetzt nur warten, bis das Ding voll ist, und habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also gehen wir mal auf Bassmaster Online, auf Public. Genau. So. Und dann nehmen wir einfach eine Karte oder eine ID. Eine ID ist damit das Stichwort. Genau, G4KQX. G4KQX, ja, gehe ich rein. Sitzung wird beigetreten. Ja, Timmy, hier siehst du uns beim Fischen. Die Pros sind am Platz. Oh, Lake Hamilton. Kirsten kenne ich schon, den habe ich schon komplett abgefischt. Heute Nacht habe ich da 3 Barsche rausgeholt nach 8 Stunden. Ich bin auch ein bisschen kaputt hier heute mit Augenrändern. Ja, da musst du auf Fischen gehen. Oh, also ich sitze bereits in meinem Boot. Okay, auf Fischen gehen, ja. Ja, oh, mein Boot geht auf jeden Fall an. Timmy, wie ist der Ton? Hört man den Ton vom Spiel auch gut? Das ist doch mal. Bist du schon rausgefahren? Also bist neben mir, ne? Ja. Kirst, ich komme! Ich ramm dich! Wir können auch Wettrennen fahren. Okay, ich habe gehört, du weißt hier die geilste Stelle, wo man Barsche fängt. Ich weiß noch nicht mal, wie überhaupt jemand fängt. Aber auf jeden Fall können wir schon mal Boot fahren, ne? Das ist schon mal geil. Ja, ist ja wenigstens schon mal etwas. Nee, Martin, das haben wir noch nicht geklärt, warum der eine PC da gerade immer wieder ausgeht. Aber das machen wir nächste Woche. Ich habe mir schon eine WhatsApp geschrieben. Okay, Hauptsache man hört auch den Spielsound, weil das war immer so ein bisschen das Problem. Boah, du willst aber auch... Ach, ich hab verstanden, du willst in die Lounge, in die Bar dir einen kippen. Richtig. Du guckst nach dem Sonar, ne? Du bist schon wieder so ein kleiner Pro, würde ich mal sagen. Oh, Alter, ich bin über dich drüber gefahren. Entschuldigung, du hast zu schlagartig gebremst. Also, Gers, ich glaube, hier fangen wir nichts. So, schau doch mal. Hier sind Fische auf dem Sonar, wir halten an. Okay, so, Leute. Was? Normale Kontrolle beim Ausflug. Totale Kontrolle. Werf die Angel aus, indem du die Leistungsanzeige auflädst. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich nehme jetzt mal den Einfachfreund. Leistungskontrolle? Ah, einfacher Wurf, aufladen, halte. Okay. Oh. Zu stark steht hier, zu stark. Oh, das Ding ist im Wasser, gehörst bei dir auch? Ja. Oh, jetzt habe ich es am Fisch vorbeigezogen. Einholgeschwindigkeit, kannst du das Tempo... Komm, ich hab's auf Barsch. Ich habe einen Kurs. Guter Anschlag. Was? Landen. Wie lande ich denn? Was soll ich das wissen? Kurs? Ich hab den. Ha! Erster! Ich habe einen, Jungs! Ich habe einen! Geile Scheiße! Was ist das? Ein Weißbarsch. Was ist erweitert? Ah, guck mal hier. 5 plus 5. Ein Weißbarsch. Perspektive wechseln, was gibt's denn noch? Gehörst du bis hinten da am Angeln, ich sehe dich gerade im Hintergrund. Siehst du, wie ich meinen Fisch in der Hand halte? Nee. Ich gerade meine Angel ausgeworfen habe. Ach so, du guckst in das Wasser, das stimmt. Ja. Ja, da muss ich passen, Timmy. Wir sind heute am Surfen, sag ich schon. Am Angeln, ganz entspannt, auf dem Sonntag. So, jeder weiß, wie es läuft. Man muss einfach die Pro-Angelbrille aufsetzen. Aha. Mhm. So, wie geht's jetzt weiter hier? Okay.
Einfacher Wurf, drücke. 26%, raus damit. Oh. Dem dran, ne? Ich hab. Aha! Oh, eine Muräne, Curse! 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 Da ist eine Muräne! Ey, die geht nicht dran! Wo ist denn hier? Die geht nicht dran! Ich sehe das hier. Aua! Meine Profibrille hang fest. Komm, komm, jetzt kommt er. Jetzt! Ich hab ihn! Fisch entkommen! Ey, leckt mich! Oh Mann, ey, es ist ganz klare Sache, das Outfit stimmt hier wieder nicht. So. Um es mal so zu sagen, Curse, ich habe die Base Meisterschaft 21 gewonnen letztes Jahr. Easy. Oh. Das ist einer, der hier weiß, was er tut. Ja. 8% ist genau das, was ich am liebsten werfe. Ganz kurze Dinger. Und als kleinen Tipp, lass den bis auf den Grund sinken, da sind die dicken Dinger. Geil. Ist ja nicht so, als wenn ich irgendwas anderes machen könnte. Die sinken automatisch für mich auf den Grund. Ey, hier ist schon wieder ein Dicker. Haken rutscht. Anschlag! Jetzt habe ich die Sau. Komm, 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 mein Freund, der kommt nicht raus. Haken stark belastet. Boah, ich hab hier so einen Dicken am Arsch. Jetzt will ich den reinholen. Komm ran jetzt hier. Jetzt zieh ich ihn ran, jetzt zieh ich ihn ran. Ih, Landungsecke. Ah, verfuckt. Verfehlt. Jetzt nochmal. Ey. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Geht mir auch so. Bei mir holen sie sich nicht ab. Du hast ja wenigstens schon mal einen Fisch. Ich hab noch nichts. So, jetzt ist er. Ja, gelandet, Curse. Das ist ein Riesenteil. Deswegen hast du das vorgestellt. Du wolltest irgendwann wenigstens ein einziges Spiel spielen, wo du mir überlegen wirst. Ne? Ey, mega. Ich habe hier einen Felsenbarsch rausgeholt. Ha, Leute, guckt euch das an hier. Geil. Curse, du stehst da hinten und scheinst nichts zu fangen. Ich hab schon den zweiten. Warte, Curse, ganz klar. Danke, ich muss dir ein paar Tipps geben. Warte, warte. Also. Esser. Natürlich ein Anschauungsobjekt mitgebracht. Das ist meine Base Hunter 3000 Route. Also, hier, ne? Damit kannst du richtig, also wenn du da so einen dicken dran hast, den ziehst du einfach so. Oh, Vorsicht. Ziehst du einfach raus und dann ganz locker einholen, das Ding hier. Ganz easy. Ja, du musst immer über den Grund gehen, Curse. Warum ist denn hier eine Bremse drin? Nee. Ich habe hier irgendwo eine Bremse drin. Naja, und das dazu, ne? Hier. Also, und nimm auch eine dicke, also das ist das Wichtigste heute, eine dicke Schnur, nicht, dass dir der Fisch vom Haken geht. Gibt jemand von Fisch vom Haken hier? Ist es denn wahr? Das Werkzeug ist echt nicht einfach zu handeln, Leute. So, und hier habe ich meinen ultimativen Cashmaster 2022. Damit ziehe ich die alle raus, ganz easy. Da kannst du auch was reinwerfen hier, ich zeig das mal. Zack. Dann hast du es drin. Dann hast du den richtig in der Angel hier. Oh. Deine Tipps bringen dir bei dem Spiel allerdings nichts, ne? Das ist dir schon klar. Das ist. So. Ich werde das mal hier so ein bisschen positionieren, weil ich ja bin ja im Angelfieber. So. Oh, irgendwo habe ich mich jetzt gerade geil eingeklemmt. So. Ich hole mal den nächsten an Bord. Langsam wird es auch dunkel, Curse. Du solltest auf jeden Fall schon mal was reinholen. Boah, hier sind Fische ohne Ende bei mir. Ich hole die alle raus. Raus damit. Schöner Wurf. Also,
Der Platz ist klasse, Curse, den du ausgewählt hast. Ja, für dich. Ganz klasse. Schön auf den Grund peitschen und dann langsam reinholen. Das gluckert auch so schön hier. Oh mein, wie willst du dieses Spiel überreden lassen? Das Besondere an der Geschichte ist ja, gleich haben wir Nachtangeln, wir beide. Wow, ich habe 89 Dollar zur Verfügung, ich kann mir dann meine neue Leine leisten. Sie klotten? So, ich habe meinen Außenborder angeworfen, Curse. Ich komme mal ein bisschen zu dir. Ich drehe mal rein. Oh, bin ich fast durch deine Angel gefahren. So, gefällt mir das schon viel besser. Kann ich auch Jack Hensler anleihen mit dir? So. Hey, Gus, seh dich. Hallo. Wolltest du ein kleines, kühles? Ja. Wolltest du ein kühles Blondes dazu? Das gehört ja zum Angeln dazu, ne? Ja, also. Ja, definitiv. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die meisten Leute, die angeln gehen, nur deswegen angehen, weil sie dabei saufen können. Ja, da gehe ich auch schwer von aus. Cheers. Prost. Oh, meine Route! Fuck! Mein Kescher. Oh, jetzt habe ich mir fast mein Glas zerstört vor Aufregung. Ja, ich mache mal ein bisschen Pause beim Angeln, gehört das ja auch dazu. So, bleib hier, du geile Rute, du geiler Kescher. Girls, bin gespannt, ob du was fängst. Ich hatte schon ein paar an der Angel, aber die sind mir, da ist mir ständig das Seil gerissen. Vielleicht solltest du, ich habe den Raid Eld Trap Chrome Blue Black Köder dran. Das ist seit Jahren mein Favorit. Und dazu die Super FC Sniper, die hält 3,2 Kilo aus. Zug. Also die Rute. Favorit, White Blood. Oh. Aber ich habe mal Bock auf was anderes. Procrest Leopardenfrosch. Damit gehe ich jetzt mal los hier. Ja, den nehme ich. Jawohl. Ausgewählt. Gefällt mir. Warum nicht? Ja. Kann man ja machen. Mhm. Also. So. Mein Sonar sagt, hier gibt es keine Fische. Deswegen fangen wir vielleicht nicht. Ah, die Bucht ist super idyllisch. Geil. Ja, du versuchst. Oh, schöner Wurf, Kurs. Ja. Ich mach mal einen 70% Wurf. Zack. Jawohl. Oh, da sind Fische. Oh, hier. Jetzt kommt einer. Kurs, pass auf. Hey, mein erster Fisch. Hast du einen? Oh, wie scheiße. Ja. Schwarzfleck, Sonnenbarsch. Oh. Ganz kleiner. Ich glaube, meine Route hängt fest. Haha. Kann doch nicht wahr sein. Einholen. Ich kann sie nicht einholen.
der zupft immer nur einer dran. Das ist doch kacke. Ich glaube, da könnte was gehen bei mir. Komm mal. Oh. Geh doch dran, du blöder Fisch. Ich möchte mal darauf hinweisen, es ist noch Meyers Idee mit diesem Spiel, ne? Also. Also ich find's super chillig gerade. Ganz entspannt. Ne? Gleich wird ein gesoffen natürlich, 3 Stunden nicht geangelt und dann angeln wir wieder. Also besser kann ich mir den Sonntag gar nicht vorstellen. Scheiße, jetzt muss ich den Haken abschneiden oder was? Ab die Post. Ganz easy. Ey, du hast was gefangen. Nee, Potato hat was gefangen. Yo, Kollege von uns. Geil. Sollen wir die mal... Wir könnten ja auch die Wilden auf dem Wasser spielen und die Gegner so ein bisschen... Weißt du, wenn die da ruhig angeln, sind wir da und sind die Störenfriede. Kennst du auch von früher wahrscheinlich. Nein. Weil ich nie angeln war. Was? Oh, Mann. Doch, ich war schon mal angeln, aber ich bin mir bis heute sicher, dass es dort, wo wir angeln, wo ich mit Opa angeln war, es niemals Fische gab. Okay. Also doch nur wegen dem Trinksport unterwegs gewesen. Ja, so kann man das sagen. Na, jetzt hier hole ich mal die Route mit Geschwindigkeit ein hier. Zack. Und da ist er wieder an Bord. Du weißt, ich glaube, ich gehe mal auf die... Schade, ich dachte, ich kann auch aufs Ende des Bootes gehen, aber das geht nicht, leider. Nee. Aber ich könnte mal die Route wechseln, vielleicht. Reinhard, vielleicht hast du mit einem anderen eine bessere Chance, wa? Oh, da hat schon wieder einer einen Weißbarsch gefangen. Jetzt wird's... Oh, Fisch ist hier. Hau rein, das Ding. Ja, hier direkt. Komm, mein Freund. Fall runter, du Scheißfisch. Schwimmt der oben? Ist der zu leicht? Ich glaube, der schwimmt. Mal ein bisschen mit Schmackes werfen hier. Zack. Ja, der schwimmt oben, der ist zu leicht. Man muss unbedingt Gewicht dran. Oh, ich habe einen! Guter Anschlag! Route. Muss unbedingt locker lassen. Haken rutscht. Jetzt hole ich dich an Bord, Junge. Ui! Nein! 8 Exemplar! Was? Glasaugenbarsch. 11 Lips. Glasaugenbarsch, das ist ein Monster, oder? Mhm. Scheiße, er ist abgerissen. Oh ja, doch. Das ist nicht schlecht. War ein Riesenteil gerade eben. Ich habe sogar beide Hände gebraucht, um das Ding zu heben. Komm schon. Oh, ich habe das doch vor dem Fisch hin und her geschwommen, das Ding. Hat ihn gar nicht interessiert. Der gleitet ja so geil unter Wasser hier, der Fisch.
bestimmt der Trick dabei. Ey, deine Route ist neben meiner. Ich habe gerade direkt an deinem Köder vorbeigefischt. Ah. Jawohl. Okay, ich werde definitiv meine Route nochmal wechseln. Ich nehme meine Favorite. Zack. Und als nächstes werde ich auf jeden Fall nochmal den Köder... Ach, ist ja putzig. So, schon wieder eingefangen? Ja, ja. Blauer Sonnenbarsch. Jetzt putziger, ich war das. Chrome Black Blue, ja, das ist glaube ich die... Der normale DD22 gewinnt schon seit dem Jahre 1987 Turniere. Das ist also der Köder, den ich da dran habe, ne? Aha. Ist immer lustig. Maya erzählt so eine Sache immer mit in der Voraussicht, dass wir überhaupt eine Ahnung haben, von was er redet. Ja, also, das stimmt. Ne? Er setzte neue Maßstäbe in Sachen Tiefseetauchen beim Angeln. Ne? Bereiche zwischen 14 und 18 Fuß sind genau sein Ding. Das heißt 4 bis 5 Meter Tiefe. Ja, alles hier oben mit meinem kleinen Brain. Ja. Nur für den Part, dass ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Maya klingt wirklich, wir wissen, was er meint. Ja. Einfach, was er redet. Ja, ja. Ich habe auch hier meinen Kescher dabei. Also, wir können das ja mal, bevor wir hier wieder ins Blaue fischen oder im Trüben fischen. Ne? So. Es ist ja nicht so, als wenn ich hier nicht meine Fischtasche hätte, ne? So, machen wir ein bisschen Platz auf dem Tisch. So, und da gibt es ja spezielle Varianten, ne? Hier. Jeder kennt ja noch hier einen Gobbler oder sowas, ne? Pass auf. Gehörst? Jetzt, nein! Jetzt wird's spannend. Ich weiß nicht, was ein Gobbler ist. So, das hier. Ich zeig's mir in die Kamera. Oh, ist hier so ein kleiner Wammeliger. Ja. Ihi, wenn der durchs Wasser gleitet, mein Freund, da beißt jeder Fisch an. Hallo Angel, ja, ich habe mich dazu breitschlagen lassen. Also, ja, das geht monstermäßig. Guck mal, Kurs, der beißt dich. Ja, ich weiß, bei mir beißt nichts. Ne? Oder, ja, mal vielleicht richtig ist abgefahren. Oh, fuck, da muss man aufpassen auf die Finger, sag ich dazu. Das ist hier, guck dir das an. Wenn ich schon so einen aus dem Wasser ziehe, wäre schon geil. Ne? Und der hat aber ein dickes Bleimaul, wie man hier sieht. Das ist also, ne? Und, ist echt sauspitz. Ja, das sollten die Haken ja normalerweise sein, damit sie auch schnell fahren. Naja, und du bist weißt ja, Krabi, du. Und soweit wie ich gerade, weiß ich, dass du mit sowas fischt. Ey, ist da gerade Fischwasser runtergetropft. Das ist eklig. Boah, riecht auch gut. Ne? So, ne? Und natürlich die Kleinen, ne? Diese... Da haben wir hier, da kann man richtig zaubern im Wasser, was hier angeht. Ja, und das ist nicht das Einzige, was ich hier habe. Das ist, also, gleich geht es natürlich weiter, ne? Aber jetzt muss ich erst wieder einen kleinen Barsch aus dem Teich angeln. Und dann gucken wir uns natürlich noch ein paar lustige Häppchen hier an, ne? Wieder rein in meine Tasche. Zack. In den Sänger Future of Fishing habe ich das getan. So heißt die Tasche. Oh, ich kriege schon wieder so einen schönen Chat-Freund. So. Hä? Der sagt mir, soll die Angel einholen? Ich hab die Angel längst eingeholt. So, ich habe den Standardfisch, geile Rute, ein kleines Gewicht packe ich dran, damit das Ding untergeht. Ja, ich kann gerade nichts machen, weil der irgendwie nicht mitgekriegt hat, dass ich... Du hast das Spiel schon gecrashed quasi? Ja, da sagst du mir, ich soll die Angel einholen, die Angel ist eingeholt. Das stimmt, du stehst ja ganz entspannt. Wir können ja mal woanders hinfallen. Wir suchen einen anderen Hotspot raus. Ich kann ja auch nicht aufs Boot wechseln. Hä?
Angel 29 ist wieder dabei, wenn du was anderes zockst. Das ist ja auch ein geiler Name. Jo. Aber es liegt schon im Namen, Angel. Ja, wie gesagt, ich habe mich dazu überreden lassen. Dann drück mal Q-Cursor, dann müsstest du eigentlich in dein Boot wiederkommen. Geht doch nicht. Mal, hörst du nicht zu? Nein. Dachte ich mir. Ich kann auch nicht Q drücken. Okay. Du hängst quasi in der Luft. Oh, kann man so sagen. Ja, dann. Das muss beenden. Wollte ich gerade sagen. Dann gehen wir raus und suchen uns einen neuen Hotspot aus. Nee, ja. Ich kann ja einfach nur wieder zurück nachjoinen. Wieder. Beitreten. Naja, vor diesem Stream hatte ich 267 Follower, nach dem Stream 160. Ruhig bleiben, du wirst sehen, deine Zuschauer werden begeistert sein, wenn du die Barsche einen nach dem anderen aus dem Teich fischst. Jetzt muss ich gucken, wo du bist. Ne? Weil ich gleich da, wo du bist, einfach verlieren. Ah ja, ich sehe dich auf der Karte, Curse. Du bist der Weiße. Lippfisch nennt man dich auch. Lippfisch. Ich gucke gerade, wo bist du denn? Wie muss gleich angefangen kommen? Sehe dich gar nicht. Du stehst schon neben mir, oder? Jupp. Aber. Ah! Hast sie angeschlichen. Ja, komm, wir fahren zum neuen Hotspot. Ja, yeah, die Bros sind unterwegs. Mal gucken. Hier ist zu wenig los, Görs. Ich habe hier nur einen Fisch auf meinem Sonar. Ja, es ist. Ich will erstmal auf der Karte gucken. Ist dann aber nicht so ungeduldig. Du willst Fischer sein? Sportfischer. Oh, jetzt kommen uns Leute entgegen. Ja. Vielleicht sollten wir uns an die auch ranhängen. An die ranhängen. Vorne überhaupt lang. Vorsicht, Gus! Der hätte ich fast gerammt, oder? Hat er versucht, hat er nicht geschafft. Boah. Boah, hier dicke Fische habe ich gerade auf der Karte gehabt. Ne, weiter als bis hierhin kann man nicht fahren, okay. Schauen wir mal, was da vorne ist. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal dafür entschuldigen, dass wir dieses Spiel spielen. Wurde dazu überredet. Es ist der beste Sonntagsvertreib. Wie du siehst, bin ich alleine auf der Karte. Also das Spiel ist beliebt. Ich weiß nur nicht warum. Weil es Fischen ist. Aber Fischen ist in Real Life noch eine Nummer besser. Ne? Ich wüsste nicht, in welcher Hinsicht dieses Spiel, also Fischen generell, in irgendeiner Hinsicht toll sein soll. Schauen wir mal, was kommt, wenn wir hier die Dinge auswerfen. Lohnt sich nicht, Curse. Hier ist ja, du. Sagst du. Also mein Sohn. Oh, hier ist was. Jawohl, hier habe ich 2-3 Fische auf meinem Sonar. Ziemlich weit an der Oberfläche. Okay, wir probieren's. Zack. Ding ist raus. Oh,
Oh, da sehe ich im Schatten, sehe ich da einen Fisch. Köder. Den? Hier war das. Ah. Ein 99% Wurf. Ah, machen wir das mal nach. Oh, nicht schlecht. Respekt. Ja, nochmal an Bord gehievt, das Ding hier. Komm. Oh, guck, der Kollege hat was gefangen. Was ist hier los? Jetzt haut in die richtig weit. 90. Ganz langsam. Das ist die Buchse, keine Ahnung. Mein Fisch gleitet ganz langsam zu Boden. André Sommer, moin Sommer, grüß dich. Ja, ein bisschen Urlaub habe ich noch, richtig, geil. Ja, was machen wir mit dem Urlaub? Ja, den angeln. Online. Im Real Life war es doch zu schwer, dich zu besuchen, Kurs. Und ich war mir nicht sicher, ob du wirklich die großen Fische rausholst. Ich sag's mal so, wenn du die jetzt schon bei der Trainingsphase jetzt gerade am Computer, wenn du die jetzt schon rausholst, dann können wir auch zusammen, ich sag's mal so, auf die große Fahrt gehen. Wir beide zusammen auf dem Kreuzfahrtschiff live. Gehörst du, ich weiß nicht, dein Platz hier kommt bei meiner Route nicht gut an. Ja, du wolltest doch den Ort wechseln. Ach so. Boah, die Kollegen fangen alle die Fische wie die Wilden hier. Da, bei mir wird doch einer angezeigt. Du beißt doch, du Sau. Kennst du das, wenn du kein Beißglück hast als Fischer oder als Angler? Da gibt es doch so einen Spruch, den man immer raushaut. Ne? Angel hart, Angel weich, du bist der Angelmeister oder so. Ich das hol's gerne nochmal für die Leute, die es bis jetzt nicht verstanden haben. Nein! Keine Ahnung, von was du da redest. Warte. Kein Problem, Kurs. Auch das kriegen wir wieder in den Griff. Also, wir müssen. Ich muss dir mal kurz zeigen, was hier los ist. Das hier ist die Angelmaster-Tasche 8000. Ja, das ist ja nicht unser Fehler. Oh, hier sind die Fische sogar noch blutig drin. Und guck dir das an. Die hängen zwei aneinander. Angeln kannst du natürlich so nicht. Aber das könnte man machen. So, was du hier brauchst, ist ein sogenannter Blinker. Hast du mal einen Blinker geknallt? Also ins Wasser gehauen? Ja. Das ist das, was du... Scheinbar sprichst du eine komplett andere Sprache als ich, deswegen werde ich dir jetzt in drei verschiedenen Sprachen sagen, in Idiotisch, in Deutsch und in Brei. Ich war noch nie richtig angeln. Ich habe von Angeln keine Ahnung. Ja. Verstehst du das? Deswegen hast du ja den Bro an deiner Seite, der dich gerade aufklärt. Blinker mit so einem Schnickschnack, was manche an den Ohren tragen, nutzen wir zum Angeln, glaube ich. Du, Kurs. Ja. Ich muss lachen, aber ich habe auch keine Ahnung. Das ist auch nicht hier mein... Also ich, da, ja, Vorsicht, ich darf ich erst nach dem... oh, fuck. Hier hängt sogar noch eine Route raus. Darf ich natürlich erst nach dem Livestream outen. Aber die Wabbelfische sind einfach geiler. Ah, und für die ganz Mächtigen habe ich hier so ein ganz langes Gestell mitgebracht. So, mit einer 3900er. Extrem hart, extrem schnell. Uppala. Und jetzt ist das hier live angeln. Bei mir auf jeden Fall. Der heißt sogar Seascore High
Dynasty Glash Composites Power Surf Super Strong 4.20 Meter. Also ja, also das haben die im Sack, ne? Also was die coolen Namen angehen, das können die beim Angeln. Gut. Genug gefachsimpelt, jetzt geht's wieder an die Arbeit. Langer Wurf. Weißt du, wenn die Sonne rauskommt, dann hast du die besten Bisse. So wie jetzt. Boah, das Wasser ist ganz schön aufgewühlt, man sieht gar nichts leider. Ja, ja. Das passiert immer zwischen Ebbe und Flut. Ich dachte gerade, ihr treibt eine Bananenschale im Wasser, aber es sind nur Pflanzen. Ja. Komm raus, du! Oh, wenn ich hier an meiner Route wackel, dann ist aber richtig Alarm. Ich dachte, ich kann es nicht oft genug sagen. Meyers Idee gewesen im Spiel. Ich habe damit nichts zu tun. Wir versuchen nur die Vielfalt der Welt des Zockens kennenzulernen. Ich muss mal unbedingt eine Route wechseln, so fange ich hier gar nichts. Keiner hat was gegen Vielfalt beim Zocken. Niemand. Ich schon gar nicht. Aber das ist Angeln. Mhm. Angeln mit vielen Sponsoraufklebern auf dem Rücken. Und sich da nicht die ganzen Firmen gerade verewigt haben. Ja, irgendwie müssen die ja Werbung machen. Sonst guckt das ja keiner. Das stimmt. So, Angelset. Da muss ich jetzt nochmal dran. So. Das gefällt mir eigentlich alles. Standardangel, jawohl. Bestätigen. Die Rolle. Ich brauche ein bisschen was mit mehr Power, ey. Preis 5000, was? Boah. Nicht genügend Punkte, schade. Ein Sledgehammer Swim Jiggly Slay Flake Shade. Als geilen Namen haben die für ihre Fische ausgewählt. Aber mit diesen Sachen fange ich doch hier nichts. Auf große Fische in schwer zu erreichenden Verstecken hat es abgesehen, nehme ich. Okay, und raus damit. Volles Brett nach vorne. Boah, ich habe Monsterköder rausgeworfen, ganz ehrlich. Freut mich für dich, du weißt ja, was du damit zu tun hast. Ne? Du bist doch hier der Fischerprofi. Ja, ich habe auch schon Fischwasser im Auge, glaube ich. Ist hier rausgeschwuppt. Ah, ich habe eben die Dinger angefasst, jetzt habe ich mir ins Auge gepackt, jetzt habe ich wirklich Fischwasser im Auge. Schnell. Aber es bringt Glück. Nein. Nein. Das ist eine Augenentzündung. Ja, das stimmt natürlich. Boah, der ist so schwer, der Köder, der grätscht über den Boden, würde ich mal behaupten. Boah, den hätte ich gar nicht so tief sinken lassen dürfen. Das war ein Fehler. Die Fische sind hier auch mehr an der Oberfläche. Hier brauchen wir gar nicht so tief. Gott, hier muss man ein richtig tiefes Gewässer fahren. Ich habe Bock auf Haie. Wenn du bei dem Spiel ein Hai rausziehst, dann... Dann bin ich auf jeden Fall der Profischer hier. Ja, ich wollte gerade sagen, da mache ich mir Sorgen.
keine Fische. Hier ist nichts. Nö, nüscht. Nada. Ich glaube, wir müssen den Standort wechseln. Ja, ja, denke ich auch. Nicht, dass das langweilig ist. Dieser Standort ist jetzt nicht so sonderlich gut. Wer auch immer den ausgesucht hat, der gehört bestraft. Jawohl, so sieht's aus. Ich sitze hier im Nacken, Curse. Das ist ja das Problem, was ich habe. Lass deine Spürnase, deine Wassernase, ne? Deine Barschnase, oder wie sagt man das jetzt, ne? Meinst du, in der Bucht geht was? Schauen wir mal. Das ist ja ein Motor, macht aber auch einen Krach, Alter. 175 PS, ey. Ja, verschreib mir meine Fische hier nicht, Mensch. Entschuldigung. Ich schalte aus. Kurs, wozu braucht man beim Angeln lange Arme? Damit man nicht aufstehen muss, wenn man sich ein neues Bier holt? Damit man zeigen kann, wie groß der Fisch ist. Ah. Ja. Oh, Fisch entkommen, wenn ich auf ihn passt. Boah. Kommt eine Frau zum Angler und fragt, Kurs, beißen die Fische? Curse antwortet, nein, man kann sie ruhig streicheln. Die letzten Worte einer Forelle, Curse, alles in Butter. Warum nicht? Ich muss dazu sagen, ich habe hier gerade eingegeben, besten Angelwitze und wollte das Ganze ein bisschen auflockern. Wenn das die besten waren, oh mein Gott. Sagt die Heringsmutter zu ihrem jüngsten Kind, schwimm gerade, sonst wirst du noch ein Rollmops. Anglerwitze sind unwitzig. Die Wale gehört zum Säugetier, die Krapfen zu den Salzkartoffeln. So, ich werfe mal meine Rute rein, ich probiere mal Glück. Ja, ja. Wenn ich mal kurz noch einen schönen Witz geholt habe, du musst ja auch herzhaft lachen. Hat zwar nichts mit Angel zu tun, aber was haben Zigaretten und Hamster gemeinsam? Oh, das ist schon wieder schwierig. Das ist scheiße. Keine Ahnung. Man kann sie beide rauchen? Was haben Zigaretten und Hamster gemeinsam? Sie sind an und für sich harmlos, bis man sie sich in den Mund steckt und anzündet. Ha, siehst du? War ich ja schon fast nicht dran. So, wenn jetzt die Zuschauer dabei wären, was für ein Spaß wir hier gerade beim Angeln haben. Mensch, das wäre ein Fest. Was? Wo? Wir haben Spaß? Ja, ja. Warum sind doch nicht irgendwelche Frechheiten, die auch noch gelogen sind? Spaß. Oh, ich weiß ja nicht mal, was ich hier mache. Ich habe immer noch stundenlang aus Wasser klotzen. Ich habe hier immer noch den dicken Brecher dran. Scheiße, hier wollte ich doch tauschen gerade. Hier muss natürlich raus. Boah, ich habe einen Fisch gesehen da gerade. Geil. Eine dicke Wuchtbrumme. Boah, weite Würfel muss man aber lange für einholen, ey. Donnerwetter. Komm, hier andere Route, Junge. So. Zack, zack.
Weißt du, wo eine ganz gute Position zum Angeln war? Hm? Die erste, wo du gesagt hast, lass uns mal woanders hinfahren. Das lief schon zu gut, würde ich sagen. Ich brauche jetzt hier mal einen anderen Fisch. Das kann... Nein, einen anderen. Hä? Oh. Ah, okay. Den nehme ich. So viel an da Fisch, hä? Ja, du musst schon wissen, was du tust. Ich hab... Obwohl, nein. Oh, was ist das denn? Das Ding will ich über den Grund, das ist ja gruselig. Na, jetzt habe ich auf jeden Fall was Falsches ausgewählt. Das ist ja Katastrophe. Der hängt an so einem... Er sieht's ein! Der hängt an so einem Baumstumpf. Wie gesagt, ich war mein Leben... Zweimal war ich angeln mit meinem Opa. Und beide Male habe ich das Angeln dafür genutzt, um etwas zu machen, was ich sehr gut kann. Lesen. Über Fische. Aber wie gesagt... Ich bin zweifelnd, nein, nicht über Fische. Bloß über Fische. weil ich mir bis heute hundertprozentig sicher bin, dass der See, an dem wir fischen waren, dass es dort gar keine Fische gab. Okay, aber wahrscheinlich, ja, seid ihr nicht so sicher? Also die beliebtesten Arten der Fische zum Beispiel sind 2022 gewesen. Forelle, ein Wels, ein Hecht, ein Zander, ein Flussbarsch, ein Karpfen, ein Aal und natürlich die zu vergessen, die kleine Barbe. Und das sagt mir jetzt was? Das waren die beliebtesten, Fische. Die beliebtesten Fische waren das. Das hatte mit meiner Aussage nichts, aber rein gar nichts zu tun. Okay, gut, gebe ich zu. Für dich ist vielleicht interessant der Speisefisch. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Arten. Und da ist am liebsten der Aal, der Rotbarsch, die Dorsch, der Kabeljau, ein Hai, Hecht, Hering und vielleicht der alles entscheidende Karpfen. Speisefisch. Also ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber soweit ich weiß, sind so gut wie fast alle Fische essbar. Oh, das stimmt sogar. So jetzt natürlich. Ja, hast mich gekriegt, muss ich zugeben. Selbst einige Giftfische sind essbar. Gut, einmal. Was glaubst du, wie viele Fischarten gibt es in unserem Ozean? Mehr als wir kennen. Gut, sagen wir mal so, wie viel kennen wir wohl? Ein paar tausend. 30.000 verschiedene Fischarten haben wir zum Beispiel. Ein paar tausend. Ja. Jetzt muss ich hier auf jeden Fall erstmal die Angel wechseln. Warum habe ich immer noch so einen komischen Fisch dran? Nein, ich will diesen. Der muss ab hier. Runter damit jetzt! So, und da brauche ich einen normalen. Nicht genügend Punkte, hallo? Zack. Oh ja, das sieht gut aus. Der schwimmt langsam zu Boden. Oh, ist das entspannt. Dieses Gluckern vom Meeresrauschen lässt einen fast hier einschlafen. Was ist das denn? Ein weißer Krabbi. 0,58 Kilo.
Oh, was ist das? Hast du gefangen? Ja. Sag ich mal kurz mein Boot um. Ich sag doch, bei dir läuft's. Das hat damit umdrehen nichts zu tun. So. Bei mir läuft's. Das war der erste Fisch seit knapp einer halben Stunde, den wir überhaupt gesehen haben. Bei dir läuft. Warte mal. Da ist eine gute Stelle, hast schon recht. Jetzt will ich aber auch mal wieder so einen dicken Brocken fangen hier. Oh, scheiße, der Wurf war schon scheiße. Ah, das war nix. Kann man da wieder reinholen hier. Jawohl, 95. Monsterwurf. Ich muss jetzt ja zugeben, ich habe schon lange keinen Fisch mehr gesehen. Nimmt so ein bisschen die Spannung gerade raus. Oder baut sie vielleicht sogar auf. Das ist der einzige Mensch auf der Welt, der Fischen mit Spannung gleichsetzt. Naja, kann man jetzt so nicht sagen, weil... Hola. Weil, du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja Haie. Und da gibt es natürlich ganz gefährliche Haie. Und die kann man fischen. Da geht ja ganz schön der Adrenalinspiegel oder der Stift, wie ich so schön zu sagen pflege. Nicht wirklich. So meine ich keinerlei Angst vor Haien habe. Oh, das ist außergewöhnlich. Ich wohne in den Bergen. Hier kommen sehr, sehr selten mal Haie. Stimmt, du hast Schnee. Aber genau. Da, wo Schnee ist, ist Wasser. Und wo Wasser ist, könnten Haie sein. Na, Süßwasser. Haie schwimmt nicht im Süßwasser, soweit ich weiß. Mm. Also der gefährlichste Hai ist auf jeden Fall der weiße Hai. Nein. Was? Der Tigerhai, der ist aggressiver. Tigerhai? Da liegt schon im Namen, ne? Keine Fische, nix, Curse. Das Radar sagt null. Ist aber schwierig heute. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Fische schwimmen. Schwimmen halt gerade mal hier nicht in der Gegend, deswegen müssen wir mal gucken. Ne? Auch wenn wir jetzt warten, dann kommen die wieder hier lang geschwommen. Wie eine Einbahnstraße. Okay. Also Einbahnfluss. Die voreingestellte Verladung kann nicht gelöscht werden, was das auch immer heißt. Warum wirft der mein Heini so komisch die Rute raus? So, weil er macht so hier, als wenn er die so wegwerfen würde. Ja, weil ist so. Weil es keinen Sinn macht, weiter als 25 Meter die Angel auszuwerfen. Ach so. Macht generell keinen Sinn, eine Angel auszuwerfen. Wenn das Einzige, was du damit erreicht hast, wenn du eine Angel auswirfst, ist, dass die Angel dann im Wasser schwimmt. Dann musst du ins Wasser springen und sie erst wieder holen. Ja, du könntest recht haben. Hä? Jetzt hab bloß aber einen Angelbiss, wenn ich den reinziehe hier. Klasse. Ja, ganz klasse. Hat sich verhakt. Da ist einer, glaube ich. Na komm. Ein Planeten an Angel. Mach mir das mal nach, Maya. Was hast du? Ich habe einen Planeten an der Angel gehabt. Mach mir das mal nach. Planeten? Ja. Respekt, dann muss ich in deine Richtung fischen. Nutzt nichts, sorry. Zack, ist raus. Mit anderen Worten, ich war am Boden verhakt. Steht da wieder nicht. Was? Ach so.
Ja, doch, was steht da schon? Hat nur gedauert, Entschuldigung. Kommt, die kleinen Fische. Oh, guck mal, da kommen Bootskollegen. Das gibt Schläge. Jetzt wird's stressig. Jetzt wird's auch spaßig. Und stressig. Ja, du kannst bei diesem Spiel auch Schlägerei anzetteln und sowas. Also wer wegen Fischen eine Schlägerei anfängt. Ja, das stimmt, das sind ganz schön harte Fischer. Ja. Aber du kennst doch bestimmt die Krabbenfischer aus der Beringsee. D-Max. Ja. Ja, auch Fischer. Das sind Krabbenfischer, das ist ein Unterschied. Ich glaube, das gibt es sogar als Computerspiel. Auf jeden Fall gibt es die Goldsucher. Das wäre auch was für uns beide. Schön hier eine Waschtrommel und dann Gold so. Meine Lieben, das Schlimme daran ist, das meint er ernst. Ja, das ist schon, da ist schon was dran, ja. Zack, volle Power. Boah, das Ding sinkt auf dem Boden wie ein Stein hier. Damit kann man doch nicht angeln. Das ist doch ein Witz. Wer baut so eine Konstellation? Ey, da kommt ein Kollege. Boah, der rast hier aber hin, Alter. Der wittert hier auch das große Geschäft. Guck mal, platziert sich genau hinter uns. Ey, guck mal, Kurs. Hier. Kurs, ich hab dir gesagt, es gibt Schlägerei. Guck dir das an. Jetzt bin ich ein bisschen sauer. Ein ganz kleines Gewicht brauche ich hier, Leute. Jetzt habe ich meine Route modifiziert, jetzt läuft das. Toll, so angelt man noch keine Fische. Hörst du das auch ganz ruhig bei dir im Chat? Ja. Bei mir auch. Ist ja fantastisch. Was erwartest du? Wir sind Angeln. Ich dachte, vielleicht ist ja einer mal heiß auf. Hey, Schlickermaus. Und jetzt der kleine Maus ist wieder da. Nicht mal Angler sind heiß auf Angeln. Aber es gibt diese Spiele. Und ich glaube nicht, dass die nicht schlecht verkaufen. So, ich google das jetzt mal. Verkaufszahlen Space Master 2022. Oh. Falsch Knopf gedrückt. Ah, siehst du, Curse, ich glaube, da ist was dran. Der Kollege fährt wieder. Fährt, weil er mir zustimmt. So, Verkaufszahlen. Gibt es natürlich leider keine. Es fragt sich mal, warum. Weil wenn die Verkaufswahlen gut wären, also richtig gut wären, dann würden die damit natürlich hausieren gehen. Ne? Das würden sie überall reinschreiben. Ach, wir haben 2021 so und so oft dieses Spiel verkauft. Wenn sie unterirdisch schlecht sind, dann werden sie natürlich die geheim halten. Ja, wir haben es viel oft verkauft, aber wie oft, das können wir ihnen jetzt nicht sagen. Okay, da könnte was dran sein. Hier steht nur, der Base Master kommt und geht beim X-Pass.
Das heißt, er war kurz raus und dann haben sie kurz wieder eingeloggt. Vielleicht haben sie gemerkt, der verkauft sich ohne den X-Pass gar nicht. Hm. Ja. Kurs, können wir über alles hinfahren? Ich angel leider nichts. Oh, da hat wieder einer was weggehauen. Blazer Master. Fische, komm. Glasaugen und der Rest wird abgehakt. Ist nicht ganz darstellbar. Geil. Wow. Arsch. Wie weit hast du seine Route raus? Oder hast du die Spiele rausgeworfen? Ziehst du die gerade ein oder holst du die raus? Ich zieh die gerade ein. Na dann such du jetzt mal. Ich habe da gerade so einen goldenen Riecher. Folg mir. So, dahin. Ja, jetzt kommen wir langsam näher. Es wird immer tiefer. Ich bin gespannt, was ein goldener Riecher sagt. Ja. Nee, das war zu wenig. Nee, noch weiter, noch weiter. Ich komme. Guck mal hier, das ist doch schon so eine enge Gasse. Da müssen die Fische alle dummig. Da muss es doch vor Fischen gleich wimmeln. Ah, ein Fisch ist ja keiner, ne? Ah, warte mal. Zwei unten, warte mal, kurz warten. Hier sind gute Fischaktivitäten. An der Oberfläche auf jeden Fall. Na, dann probieren wir es einfach mal. Wobei sie jetzt schon wieder... Ein Forellenbarsch hat er gefangen, der Boston Rob. Mann, der Boston Rob, der hat's drauf. Okay, wir checken mal die Lage. So, zack. Kommen. Ausgewählt. Okay, komm, müssen wir mal bleiben. Oh. Schönen Haken dran. Gut, Fischer haben wir nicht wirklich. Womit angelst du? Mit diesem grünen Ding oder mit dem was ist das hier? Kompakt. Keine Ahnung. Frag mich doch die Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, kannst also alles. Ja, an den Bildern kannst du ja sehen, was es ist, ne? So ein kleiner Weißer. Ah, so ein dicker? Nein. Okay. Kleiner Weißer, den habe ich hier gleich zur Auswahl. Preis. A bis Z. Und ich probiere den mal. So. Andere Route. Bisher mehr mit Dampf bestätigen. Hä, hey, warum kriege ich jetzt einen anderen. Hab ich eine andere Route ausgewählt, kriege ich ein anderes Ding. Ja, du hast drei verschiedene Routen mit drei verschiedenen Aufsätzen. Mhm. So, raus mit dem Ding jetzt hier. Weiter Wurf und ab die Post. Zack.
ist das Wasser trüb hier in der Bucht. Ganz schlimm. Boah, da ist ein ganz dicker Fisch. Ist weggeschwommen. Scheiße. Muss ich schnell reinholen und nochmal auswerfen. Durchatmen ist das. Ja, ich mich noch mal dazu überreden lassen. Du hast gesagt, wir brauchen eine Pause vom Hardcore-Zocken. Und da habe ich uns angeln gesagt. Und es ist so angenehm entspannt. Soll ich denn sowas gesagt haben? Wir können ja einen kleinen Kompromiss eingehen, bevor du so viele Fische an der Angel hast, dass ich als Loser dastehe. Man könnte ja vielleicht in der Viertelstunde ein kleines Spielwechsel machen. Aber ich führe. Die Frage ist, was für ein Spielwechsel? Schwebt dir da was, ja, was vor? Oh, oh. Das müsste ja irgendwas sein, was wir weiter noch installiert haben. Wolltest du Mortal Kombat? Wir können ja noch ein, zwei Runden Age of Empires dann. Nee, noch nicht. Okay. Oder, ja gut. Was habe ich denn hier auf der Liste stehen? Total War Warhammer 3 kommt erst noch raus, was du als Alternative ausgeworfen hast. Ja. Ding geht über den Boden. Aber dann würde ich gleich meinen Livestream einmal stoppen. Fünf Minuten warten und dann den neu starten, damit ich ein anderes Bild einbinden kann. Sonst nützt mir das nichts. Ja. Und einen anderen Text. Wenn dann immer noch. Aber halt noch ein, zwei Runden Age of Empires. Das können wir machen, ja. Was kostet das Spiel, wenn ich das kaufen muss? Meines Erachtens zu viel ist, dass es sich lohnen würde. Die haben es ja echt einfach. Die brauchen ja grafiktechnisch nicht viel darstellen. Ne? Unter Wasser ist natürlich immer trüb, immer schlecht. Man sieht nichts. Und zwischendurch lasse ich da mal so ein Fischlein schon. Ich fang überhaupt nichts mehr hier. Jetzt lasse ich den bis auf den Grund treiben. 18 Fuß tief. Das könnte vielleicht der Trick werden. 11 Feet, 12 Feet, 13 Feet. Man könnte auch sagen, Herr Kaloy, anblasen, Seerohrtiefe. Sind 5 Meter. Was? 18 Fuß sind 12 Meter, sind 5 Meter. Oh, das ist nicht wirklich tief. Nee. Wenn der Herr Leuder versucht, auf Seerohrtiefe zu gehen, müsste der erstmal unten ausgraben. Verdammt. Ja, dann anblasen. Da wieder nach oben gucken. Zack.
Das Fischen lockt aber auch keinen Menschen in den Chat. Das ist ja unglaublich. Haben die was gegen uns? Chris, du siehst ganz gespannt aus. Du angelst doch da gerade so ein dickes Ding. Nee. Ich hätte jetzt gerne noch mal einmal wenigstens einen Biss. Das gibt's doch gar nicht. Schön weit geworfen. Es ist aber so, wie die Bisse da, wo wir ganz am Anfang waren. Aber das nee. Stimmt. Da habe ich das unterschätzt, wie gut das Beißen funktioniert hat. Schöne Grüße in den Chat, ein Zuschauer. Läuft bei mir. Ja. Das ist kein Grund, die Reißleine zu ziehen, Kurs. Ey, ich fahr wieder auf den ersten Spot. Okay. Das hier ist ja. Hat sich nicht gelohnt, sagst du. Nee. Das ist ja Angeln halt, ne? Man kann das nicht vorausplanen, wo die dicken Dinger sind. Oh, wie schnell wie der Zuschauer da war, war er auch schon wieder weg, als er gesehen hat, angelt. Und ich kann es ihm noch nicht mal verdenken. Obwohl mich das ja schon interessieren würde, wie sieht Angelspiel auf dem PC aus? Also einmal reingucken würde ich schon. Hier in der Bucht, das wird was, sagst du? Das ist aber nicht der Hotspot von eben, oder? Ja. Das ist er nicht. Ich will trotzdem mal hier gucken. Warum kriege ich denn jetzt nichts mehr auf dem Radar angezeigt? Ah komm, ich schmeiß die Hute mal schnell raus. Zack. Oh, Frösche gibt's hier. Oh, das ist aber flach hier. Das ist aber flaches Gewässer. Man merkt, dass wir nah am Strand sind. Verhakt. 98%, super Wurf. Was? Fisch hat. Ich hatte einen Fisch dran, hab's gar nicht geschnallt. Scheiße. Du guck nicht so säuerig, du fängst schon noch ein. Ah. Jetzt hab ich einen Biss. Komm, Junge. Ich hab ihn. Fisch entkommen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Den krieg ich, der ist direkt hier vorne.
Ich hab. Er war zu kurz, der Wurf. Ist aber auch übelst verzögert, wenn ich hier eine Angel auswerfe, oder? So könnte man es auch ausdrücken. Da haben sich die aber nicht die größte Mühe gegeben. Da musste der Base Master wohl wieder schnell auf dem, ich sag's mal so, auf dem Tisch, ne? Damit es wieder 5 Euro wenigstens regnet. Aber was man dem Spiel natürlich zugute halten muss, die abgefahrenen Namen. Ne? Komm, komm, komm. Jo. Beiß, Junge, beiß. Hi, Vampirella. Und frag nicht. Vampirella, hallo. Freust du dich auch aufs Fischen? So wie Gurs. Gurs ist schon im Fischfieber. Er will sich auch gleich noch einen frischen Fisch im Backofen machen, hat er gesagt. Hä? Nein, ich hab. Hä? Hä? Haha! Hä? Was war das denn gerade? Spielfehler? Alter, der Fisch schwimmt neben dem Köder und packt ihn nicht. Komm schon, Junge, beiß an hier jetzt. Ich würde mehr Fische fangen, wenn ich mit der Flinte drauf schieße. Oh, jetzt. Einholen, ja, einholen. Stop and go. Vampirella fragt erst gar nicht. Vampirella genießt die Show, wie Curse die Fische zum Glühen bringt. Ja, ja. Jawohl. Das war mein. Das wäre lustiger, ja, sehe ich auch so. Eingeholt. Und Monsterwurf. Kuchen, Tag, guck, Curse, jetzt geht's los. Jetzt haben die Leute angebissen am Haken. Jetzt fühlt sich der Chat bei dir. Auf jeden Fall. Nein, das ist Mitleid. Achso. Das ist Mitleid. Nein, die sind heiß. Die wollen noch einmal diesen Wabbelfisch sehen. Komm, ich hol den raus. Ich habe hier meine Monsterbox mit Fischen. Also mit Angelzubehör. Oh, das ist auch was die ganz Feines. Die fragen sich wahrscheinlich auch, was macht der da? Was, der ist da jetzt wirklich angeln gegangen. Das doch, ist hier, Leute, hier. Bin leider. Guck mal, das ist hier ein richtiger Fischer. Also Fische zum Angeln. Der eine schwimmt auf dem Kopf, die hängen ineinander, der ist ein bisschen ungünstig. Ich hole mal nochmal die Glibberigen raus. Die Glibberigen waren richtig geil. So, hier, das sind die besten. Ne, noch zum Abschluss. So, wenn. Curse mit sowas fischen würde. Der ist sogar noch frisch. Leider kommt er auf der Kamera nicht grün rüber. Der war eigentlich grün, Curse. Eieiei. Na gut, Flayboy ist so ein gelben. Der ist vielleicht. Ja, doch, der guckt, der hat die Farbe. Ja, Alter, guck dir das an. Ich sehe schon, du bist total begeistert. Okay, vielleicht habe ich noch einen, um dich aus der Reserve zu locken. Einen habe ich noch, komm. Okay. Was ist hier? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dieses Spiel wurde vorgeschlagen von dem da, von den Typen da drüben, ne? Also. Guck mal. Ein Flanschfloschenfleischer. Mit dem Gewicht an der Nase geht der zu Grund und dann beißen die Fische und du ziehst ihn hoch. Ganz easy. Leute, was sagt ihr im Chat? Seid ihr begeistert? Vampirella, ist das was?
Und weg ist er, der Kleine. Au, jetzt hat er noch angebissen. Oh, scheiße. Hat er nicht. So. Soviel zum kleinen Exkurs. Das gibt's gratis. Aber das riecht auch ganz schön nach Fisch, muss ich ja zugeben. Wenn sie sich auch im Einsatz, so ist das nicht. Oh, jetzt habe ich den eingeklemmt. Ah, zum Glück ist er schon tot. Den habe ich eingeklemmt. Riecht ein bisschen nach Fisch. Bisschen. Ich dachte, Medikamente sind alles auch gut. Ja. Ja, nett von euch, dass ihr dabei seid. Bei Curse im Chat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können natürlich den Curse jetzt hier, wie sagt man so schön, erlösen, ne? Von diesem abgefahrenen Sonntags-Nachmittags-Angelausflug. Ne? Ja, bitte erlöse mich. Auf jeden Fall kriegst du nochmal einen dicken Applaus. Curse, du hast super geangelt. Du hast auch Fische rausgeholt, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Ich sag mal, wollt ihr was? Das waren Fische, ich habe keine Ahnung, was das für Fische waren. Wollt ihr was erleben, nehmt der Curse mit zum Angeln. Es ist ein Must-Have bei jedem Angel-Action jetzt. Ah, nee, komm, lass uns wechseln. Alles klar, genau. Wir machen 5 Minuten Pause. Also ja, oder warte mal. Kurz, wir wechseln kurz. Lass uns Viertel vor wieder im Stream starten. Oder ist das zu lange? Also 15 Minuten, da können wir noch in Ruhe pinkeln gehen. Genau, gerade nochmal Kaffee pinkeln und OBS umstellen. Genau, dann sind wir wieder Online-Läufe und dann aber alle wieder einschalten hier. Naja, dann gehen wir jetzt rüber zu Age of Empires 4. Werden und dann bei Age of Empires 4 den Curse auch wieder richtig lecker. 2 Runden machen. Ne? Dann lächelt der Curse. Dann kann ich das hier vergessen. Irgendwie, hoffe ich. In deinem Account können wir es ja immer wieder nachschauen. Und pass auf, das wird das Clickbait-Video. Guck dir die beiden Idioten an, als ich dann. Fischstäbchen, ja. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen, ja. Fischstäbchen zu angeln. Ja. Also wie gesagt, wir sind gleich wieder da. Dann auch mit Age of Empires. Bis gleich. Alles klar. Bis später.